seit heute. Heute im Quartier des Waldes die ganze Meute, die ganze Meute. Bootsmanns Bart sagt, was ist geschehen, was hat sie bekümmert? Warum brüllt Mussolini und Franco Behrendt, und Franco Behrendt? Weil draußen vor Kapala seht unsere Seemacht, da brüllen die Kanonen, da tobt die Seeschlacht. Bootsmanns Bart sagt, was ist geschehen, was tun die Genossen? Die spanische Marine kämpft kühn entschlossen, kämpft kühn entschlossen. Bootsmanns Bart sagt, was ist geschehen, ist der Feind entronnen? Die spanische Marine hat schon gewonnen, hat schon gewonnen. Die hat dort nicht geredet, die hat geschossen. Die spanischen Matrosen, die sind Genossen. Und wir sahen dort vor unserem Blick, sagt die Baleares, Serra und Canaria, vom Palos Mares, vom Palos Mares. Sahen es gut und nun wissen sie und müssen es ertragen. Die spanischen Matrosen, Faschisten schlagen, Faschisten schlagen. Ihr deutschen Legionäre von Hitlers Gnaden, ein Spanier peilt die Lage und ihr geht baden. In der Tat, wer sieht das mit an, deutsche Legionäre, dort auf Francos Schiffen, auf unserem Meer, auf unserem Meer. Und zwar Fahrt, Seemann drauf und dran, die Deutschen, die sich rüsten, und die Italiener, schlag die Faschisten, schlag die Faschisten. Weit draußen vor Kapalos, da tobt die Seeschlacht, da siegen die Matrosen der Roten Seemacht.